Mythologie Skandinavar. Welches ist deiner Meinung nach das seltsamste? Höhn. Gott unentschieden. Jor. Gott blind. Göt. Göttin der Furchtbarkeit und des Geschlechts. Vida. Gott der Stille und Rache. Ich. Beschrieben als alt und weise, kraftvoll und stark. Dar. Gott des Tages. Gulfek. Als die Elser sie schlecht behandelten, brach der Krieg aus. Gefjun. Seherin und Göttin. Tyr. Gott des Krieges und der Weisheit im Kampf. Sigyn. Ehefrau von Loki. Mymir. Eine Geisel Æsir, zu der die Vanir ihre Köpfe abschneiden und an Odin schicken. No mit Akut DT. Personifikation der Nacht. Nur. Göttin der Sonne. Brr. Valkyre, die dem Einherjar gedient hat. Njoror. Göttin des furchtbaren Landes und der Meeres, Nautik und Schifffahrtsküste. Bal. Gott des Lichts und der Wahrheit. Bragi. Gott der Poesie, Baden und Verbrühungen. Buri. Erster Gott in der nordischen Mythologie. Nerthus. Göttin der Erde. Forseti. Gott der Gerechtigkeit, des Friedens und der Wahrheit. Skade. Wintergöttin und Windjacke. Hela. Die verantwortliche Göttin in der Unterwelt, die Tochter des Gottes Loki in der oberen Hälfte ihres Körpers, war wirklich schön, aber die untere Hälfte war der einer Leiche in Verwesung gleichwertig. Sif. Es symbolisiert Treue und Ernte. Sor. Gott des Donners. Frigg. Gott des Regens, der aufgehenden Sonne und der Fruchtbarkeit. Heimtal. Gott des Lichts, Wächter von Bifrost. Idun. Hüter der Äpfel, die es dem Æsir erlaubten, ewig jung zu bleiben. Loki. Gott Skemmer. Frigga. Göttin der Liebe, der Schönheit und der Fruchtbarkeit. Göttin des Krieges, des Todes, der Magie, der Prophezeiung und des Reichtums. Göttin der Heilung und Auferstehung. Odin. Hauptgott der nordischen Mythologie.